willkommen zu einem neuen Video. Ja, Leute, Essen. Das ist das Thema, worüber wir heute sprechen. Wenn wir ehrlich sind, ist doch Essen so eine richtig schnieke Sache. Vor allem so richtig leckeres, unnormal nices Fleisch. Ich muss ehrlich sagen, ich bin ein Hardcore-Fleischesser. Kennt ihr dieses wunderschöne Fleisch, so, was so halb mittelgebraten ist und halb so noch nicht durch und dann beißt du so rein und schneidest und es ist so soft, so. Ach ja, das liebe ich. Aber natürlich ist es nicht das einzige Fleisch, was ich konsumiere in meiner Freizeit, denn ich esse auch diese leckeren, wundervollen Chicken Wings. Das ist das Beste, was es überhaupt gibt, Leute. No joke, Leute. Wer auch Chicken Wings liebt, schreibt es in die Kommentare, weil Chicken Wings sind echt super. Das einzige Problem daran ist, wenn du dir so viel ungesunden Scheiß und so viel Essen wie sonst was in dich reinstopfst, dann siehst du irgendwann mal so aus. Und wenn du dich dann nicht entscheidest, irgendwas an deinem Körper zu ändern, dann kannst du dir irgendwann mal so ein Rollator-Teil bestellen oder so. Und dann wirst du so durch die Gegend getragen, stinkt nicht so drauf. Und ich muss ehrlich sagen, Leute, in den letzten 6 Monaten irgendwie, seitdem ich YouTube so richtig krass durchziehe und irgendwie jeden zweiten Tag ein Video raushaue und fühl teilweise für mein Video alleine 5 Stunden am PC sitze, ist natürlich der logische Schluss, dass ich nicht mehr so viel Zeit habe, rauszugehen oder sonstige Sachen zu machen. Ist ja klar, ne? In der Tat. Und die Folge dessen, dass ich in den letzten 6 Monaten gefühlt echt kaum rausgegangen bin, außer natürlich jeden Tag in die Schule, ist, dass ich merke es echt teilweise ein wenig, dass ich ein wenig zugelegt habe. Es ist ja nicht, dass ich irgendwie von so zu gegangen bin, aber ich muss ehrlich sagen, ein bisschen war es vor allem an den Backen. Ist schon dazugekommen. Aber ich bin auch keiner von diesen Leuten, die so zu Hause sind und sagen, ich bin so fett, ich will mehr. Weil ich muss ehrlich sagen, ich fühle mich sehr mehr als wohl in meiner Haut. Und es sollte sich auch jeder. Fühlt euch immer wohl in eurer Haut. Bleibt so, wie ihr seid. Bloß weil ihr nicht in das perfekte Bild anderer Personen reinpasst, müsst ihr euch nicht ändern. So. Und nur, wenn ihr euch selbst nicht so gefällt, dann ändert etwas. Das ist der einzige Grund, warum man irgendetwas an sich ändern sollte. Natürlich steht an erster Stelle immer, dass man sich selbst, sein Erscheinungsbild und sich selbst an erster Stelle lieben sollte. Das ist außer Frage, Leute. Deswegen, jeder, der irgendwie dieses Problem hat, dass er irgendwie unzufrieden mit sich ist, dass er von Leuten runtergemacht wird, wie er aussieht, dass er irgendwie fett ist, dass er hässlich ist, Leute. Das Allerwichtigste in eurem ganzen Leben, merkt euch diesen Spruch, dass ihr euch selbst in eurer eigenen Haut wohlfühlt. Kein anderer hat zu entscheiden, wie ihr auszusehen habt oder wie ihr euch zu verhalten habt, sondern nur ihr selbst. So, also jetzt sind wir irgendwie von dem Thema Essen in so ein deepes Thema reingerutscht. Aber wie gesagt, Leute, stay tuned, esst immer dieses leckeres Essen. Aber dann würde ich aber sagen, das soll's für das Video gewesen sein. Wenn euch das Video gefallen hat, dann schreibt mir einen wundervollen Kommentar. Hier findet ihr die anderen Videos. Haut rein, macht's gut!